Herzlich willkommen und ein fröhliches Hallo von eurem Herringway. Wir spielen Professor Layton vs. Phoenix Wright Ace Attorney weiter. Und Phoenix Wright ist ein gutes Stichwort, denn wir sind jetzt tatsächlich bei seiner ersten Passage angelangt. Und das Ganze wirkt doch schon mal auf den ersten Blick sehr vertraut, wenn wir uns das so anhören. Die Musik, die Atmosphäre, die wir nicht hören können, aber die Atmosphäre spüren wir vielleicht. Und ja, natürlich Phoenix, allseits bekannte, beliebte und geistreiche Kommentare. Irgendwie ist mir schlecht. Ach komm schon, Nick. Und ich wusste es. Oh, Maya. Was meinst du damit? Du bist ein elender Schwarzseher. Ich wusste, dass du vor der Verhandlung von nervös wirst. Unsinn. Ich habe nur nicht damit gerechnet, im Ausland ein Gericht betreten zu müssen. Das stimmt. Wir wissen echt kaum was darüber, wie das Rechtssystem in diesem Land funktioniert. Die internationale Anwaltskammer hätte diesen Fall gern als Musterfall. Dann wirst du heute halt ein Musteranwalt sein. Ich hoffe mal, dass du die britischen Anwälte nicht mit deiner Nervosität ansteckst. Das klingt ja fast, als wäre ich ein Virus oder sowas in der Art. Mein Name ist Phoenix Wright. Ich bin Rechtsanwalt. Und das ist Maya Fee, meine Assistentin, sozusagen. Sozusagen? Ich schätze, ich sollte erklären, warum sie eigentlich solch extravagante Kleidung trägt. Aber das ist eine lange Geschichte, für die wir jetzt wirklich keine Zeit haben. Guckt euch einfach mein Let's Play an zu den ersten drei Phoenix Wright-Teilen. Ich glaube, da wird das hinlänglich und zur Genüge erklärt. Wir sind im Rahmen des Austauschprogramms der Internationalen Anwaltskammer nach England gereist. Ich vertrete die amerikanische Anwaltskammer. Amerikanisch, who's who's, naja. Wahrscheinlich haben sie dich hergeschickt, weil du nie wirklich was zu tun hast. Vielleicht. Wir haben nicht damit gerechnet, hier ein Gericht betreten zu müssen. Wir waren vielmehr auf eine Urlaubsreise eingestellt. Aber von wegen, es ist mal wieder die alte Leier. Wir sind wohl wie immer in einen seltsamen Fall verstrickt. Hey Nick, was meinst du? Worum wird es in diesem Fall wohl gehen? Na hallo, wie wäre es denn damit? Guck mal, das steht heute sogar in der Zeitung. Juwelendiebe in London auf der Flucht. Großalarm bei Scotland Yard. Das wäre doch der Hammer, oder? Maya, mach dir besser mal keine großen Hoffnungen. Wir sind hier im Rahmen eines Austauschs. Ich erwarte einen einfachen Fall, wie aus dem Lehrbuch. Wirklich? London ist eine riesige Stadt. Wie stehen da wohl die Chancen, einen Fall wie diesen zu bekommen? Ach, wie langweilig. Entschuldigen Sie. Bam, 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 bam. Schön, Sie zu sehen. Mein Name ist Gloria. Ich bin Lehrerin am Mädcheninternat St. Hexen. Sophie, dieser Herr ist dein Verteidiger. Schön, Sie kennenzulernen. Okay. Naja. Wir als Spieler sind da jetzt schon mal ein bisschen im Vorteil, denn wir kennen Sophie im Gegensatz zu Phoenix und wir sehen doch eigentlich gleich auf den ersten Blick, dass hier irgendwas nicht stimmen kann. Und auch diese seltsame Akademie St. Hexen klingt jetzt verhältnismäßig dubios. Naja. Phoenix Wright, Strafverteidiger. Es freut mich, Sie kennenzulernen. Mein Name ist Phoenix Wright und ich bin Ihr Anwalt. Sehr erfreut? Was stimmt mit diesem Mädchen nicht? Versteht sie mich überhaupt? Dieses Mädchen, ist sie die Angeklagte in der heutigen Verhandlung? Scharf kombiniert. Sie ist eine meiner Schülerinnen und ich werde sie Ihnen anvertrauen. Sie wird auf schuldig plädieren. Sie können sich also zurücklehnen. Sie plädiert auf schuldig? Ich schlage vor, Sie akzeptieren einfach das von der Staatsanwaltschaft beantragte Strafmaß. Wie bitte? Hier stimmt doch was nicht.
Sophie? Was wirft man Ihnen eigentlich vor? Haben Sie denn die Fallakte nicht erhalten? Nein, haben wir nicht. Uns wurde überhaupt gar nichts gesagt. Welch Malheur. Bitte verzeihen Sie mir diese Unachtsamkeit. Bitte schön, hier ist die Akte. Herr Verteidiger, Frau Angeklagte, die Verhandlung beginnt jetzt. Begeben Sie sich bitte zum Gerichtssaal. Wohlan, ich vertraue Ihnen nun Sophie an. Also, Moment, was? Das gibt's doch nicht. Ich konnte nicht einmal einen Blick in die Akte werfen. Sophie, sei bitte ein braves Mädchen und verursache nicht noch mehr Ärger. Ich bin... Huch! Hat sie gerade was gesagt? Ich bin keine Hexe. Sophie? Könnten Sie das bitte wiederholen? Hopp, hopp, Herr Rechtsanwalt! Wir haben schließlich nicht ewig Zeit! Okay. Das wird wohl wieder eine dieser verflixten Verhandlungen. Und wie üblich habe ich keinen blassen Schimmer, was hier vor sich geht. Na los! Das schaffen wir, Nick! Ja, ich meine, Phoenix müsste diesbezüglich eigentlich mittlerweile Erfahrung haben. Aber auch da wieder die Frage, wann das hier zeitlich spielt. Also, muss ja zumindest nach dem ersten Phoenix Wright-Teil spielen. Zumindest. Das Gericht verhandelt nun den Fall Sophie de Narrateur. Die Staatsanwaltschaft ist bereit, euer Ehren. Manche Dinge ändern sich nie. Wie sieht es mit der Verteidigung aus? Sind Sie ebenfalls bereit? Ja, naja, wenn Sie es denn bereit nennen wollen, euer Ehren. Wie ich höre, ist dies also Ihr erster Auftritt an einem britischen Gericht? Also, ja, das stimmt. Das Austauschprogramm der Internationalen Anwaltskammer also? Das klingt nach Spaß. Ich hoffe, Ihnen gefallen unsere Sehenswürdigkeiten. Sie können es heute ruhig angehen lassen. Keine Sorge, Staatsanwalt Blind wird sich schon um alles kümmern. Das sieht man sofort. Der behandelt uns wie Anfänger, Nick. Oh, Backe, das sieht nicht gut aus. Ob ich dieses Mädchen wirklich verteidigen kann? Ist schön, dass Phoenix aber noch die ganze Zeit daran denkt, sie zu verteidigen. Obwohl doch eigentlich Gloria, oder wie sie hieß, ja schon direkt am Anfang gesagt hat, dass wir sie eigentlich gar nicht verteidigen sollen. Was ja schon mal sehr seltsam anmutet, aber naja. So, so, ich verstehe. Nun, da dies Ihre erste Verhandlung in diesem Land ist, werde ich Ihnen nun einige einfache Fragen stellen, nur um sicherzustellen, dass wir alle auf dem gleichen Stand sind. Oh, ja, natürlich. Das ist in Ordnung. Mist, jetzt geht's um alles oder nichts. Beantworten Sie bitte diese Fragen, Herr Wright. Wie lautet der Name der Angeklagten? Das ist natürlich Sophie. Der Name der Angeklagten lautet Sophie de Narrateur, euer Ehren. Korrekt. Damit hätten wir die erste Hürde schon mal überwunden. Das ist wie bei so einem Test in der Schule oder so. Wenn du zumindest deinen Namen richtig schreiben kannst, dann kriegst du keine 6. Also, war bei uns früher nie so, aber naja. Sie scheinen ja unglaublich stolz darauf zu sein, solch eine einfache Frage beantworten zu können. Ich werde nun die nächste Frage stellen. Warum steht die Angeklagte vor Gericht? Welches Verbrechen wird Sophie vorgeworfen? Mal sehen. Sophie scheint ja eher ein harmloses Mädchen zu sein. Vielleicht ist es ja nur ein Kavaliersdelikt. Sowas wie Ladendiebstahl. Ja, vielleicht. Ich würde Ladendiebstahl aber nicht als Kavaliersdelikt bezeichnen. Es wird wohl kein Schwerverbrechen wie dieser große Juwelendiebstahl sein.
Bitte beantworten Sie nun die Frage. Würden Sie bitte die zwei Straftaten nennen? Hat er da gerade zwei gesagt? Nick, denk scharf nach. Was für andere kleine Delikte könnten das denn sein? Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nichts über diesen Fall. Uns wurde überhaupt gar nichts mitgeteilt. Sieh an! Hat unser verehrter Besucher seinen gesunden Menschenverstand etwa an der Gepäckannahme vergessen? Alle Beweise befinden sich in der Gerichtsakte. Das wissen Sie doch selbstverständlich, oder? Na klar doch. Die Gerichtsakte. Jawohl, damit hantierst du doch immer. Die Gerichtsakte. Berühre Gerichtsakte, so kannst du jederzeit in der Gerichtsakte stöbern. Wie konnte ich das verpeilen? Ich bin wohl zu angespannt. Na gut, dann gucken wir mal in die Gerichtsakte. Kann ich auf dem Touchscreen ganz normal anklicken und dann sehen wir zum einen die Polizeiakte, wo es eben um Sophie geht. Name Sophie de Narrateur, Tat Diebstahl und Körperverletzung. Anmerkung, Opfer leicht verletzt. Und Attest, leichte Verletzung, Platzwunde am Hinterkopf, Tatwaffe, langes, stumpfes Objekt. Okay, das Attest gehört wohl zum Opfer. Gut, aber da haben wir ja die beiden Verbrechen. Diebstahl und Körperverletzung. Damit kann man noch arbeiten. Klingt jetzt irgendwie komisch, oder? Naja. Na los, berühre Gerichtsakte. In der Gerichtsakte finden sich alle Beweise dieses Falls. Werfen wir mal einen Blick drauf. Verehrte Verteidigung, Sie haben nun reichlich Zeit gehabt, über meine Frage zu sinnieren. Welche Verbrechen werden Frau de Narrateur zur Last gelegt? Es ist natürlich Diebstahl und Körperverletzung. Nun, der Akte zufolge handelt es sich um Diebstahl und Körperverletzung. In der Tat, welch verabscheuungswürdige Verbrechen. So, so. Ist dem so, Frau Angeklagte? Ja. Quatsch. Sie sieht doch nicht gewalttätig aus. Zumindest nicht für mich. Seltsam. Nachdem wir dies geklärt haben, Staatsanwalt Blind, erläutern Sie allen Anwesenden diesen Fall. Aber bitte in Kürze. Selbstverständlich, Euer Ehren. Das schändliche Verbrechen ereignete sich auf einem kleinen Frachter, der auf der Themse vor Anker lag. Der Frachter befördert regelmäßig Waren aus London. Die Angeklagte hatte das Schiff ohne Erlaubnis betreten und hatte vor, Teile der Fracht zu entwenden. Aber sie wurde von einem Besatzungsmitglied ertappt und vom Wachmann des Schiffs festgenommen. Sie wurde also auf frischer Tat ertappt. Und sie hat sich dann gewaltsam zur Wehr gesetzt, als sie von der Besatzung des Frachters entdeckt wurde. Gewaltsam zur Wehr gesetzt? In der Tat, sie hat ein Stahlrohr gepackt und dem Besatzungsmitglied damit einen Schlag auf den Kopf verpasst. Das klingt mal so richtig gewalttätig. Das ist also die Körperverletzung, die ihr vorgeworfen wird. Und was hat die Angeklagte versucht, vom Frachter zu stehlen? Ein Plüschtier, Euer Ehren. Und zwar nicht irgendeins, sondern das Maskottchen der Londoner Polizei, Bobby Badger. Könnte man eventuell kennen, wenn man, ja, die Phoenix Wright-Teile kennt. Oh Nick, ich will auch so eins haben. Offenbar macht dieses Maskottchen jetzt tatsächlich Karriere in England. Wer hätte das jemals erwartet? Ich hatte übrigens damals in meinem Stream gefragt, ich hatte so die Mutmaßung in den Raum geworfen, dass es diesen Blue Badger doch bestimmt irgendwie tatsächlich als Plüschtier geben würde, irgendwie zu kaufen. Mir wurde im Stream gesagt von jemandem im Chat, dass er jetzt so auf die Schnelle nichts irgendwie im Internet gefunden hatte. Jetzt zwischenzeitlich hatte ich aber irgendwo mal gelesen, dass es irgendwo, ich glaube in Tokio oder sonst wo in irgendeiner japanischen Stadt, so ein Einkaufszentrum oder mit Restaurant oder so von Capcom gibt. Und da vertreiben sie auch solche Sachen, solche Goodies, solche Merchandise-Artikel
die auch mit Phoenix Wright zu tun haben. Und da soll es eben auch solche Blue Badger-Figuren geben. Also falls irgendjemand von euch mal zufälligerweise in Japan unterwegs ist, dann soll er mir bitte so ein Plüschtier mitbringen. Das wäre furchtbar nett. Wir haben uns nun alle ein Bild von dem Verbrechen machen können. Die Staatsanwaltschaft kann nun, die Staatsanwaltschaft kann nun beginnen. Die Staatsanwaltschaft ruft ihren ersten Zeugen auf. Bitte geleiten Sie ihn in den Zeugenstand. Irgendwas an diesem Fall stinkt gewaltig. Außerdem scheint mit meiner Klientin etwas nicht zu stimmen. Ihr Gesicht zeigt keinerlei Regung. Ich bin besser auf der Hut. Sie wirkt tatsächlich wie ein Zombie. Naja. So, das ist er. Zeuge, bitte nennen Sie Ihren Namen und Beruf. Mein Schiff ist stets in Gefahr, in jeder Stunde, Minute und Sekunde. Und dann ist meine Wenigkeit zur Stelle. Ich bin ein Friedenswächter, der einzig wahre Beschützer eines ansonsten wehrlosen Schiffs. Mein Name ist Smiles, Jimmy Smiles. Wachmann der höchsten Güteklasse und absoluter Profi. Wow. Ein echter Profi. Nun gut. Dem Polizeibericht zufolge patrouillierte der Zeuge in der Nacht des Verbrechens an Bord des besagten Schiffs. Oh ja, das war ich. Auf Patrouille. Meinen messerscharfen Expertenaugen entgeht nichts. Meine Augen erblinden, wenn der Kerl noch lange so weiter grinst. Sehr schön, Herr Smiles. Wir würden nun gern Ihre Aussage hören. Erzählen Sie uns doch bitte, was während Ihrer nächtlichen Patrouille vorgefallen ist. Jawohl, Euer Ehren. Jimmy Smiles wird die Wahrheit meisterhaft enthüllen. Er wird es. Zeugenaussage. Es ist auf Patrouille in der Tatnacht. Es ist genauso wie bei den anderen Phoenix Wright-Spielen. Das ist so schön. Allein schon auch von den Soundeffekten, die abgespielt werden und so weiter. Man hat hier wirklich die ganze Zeit ein Aha-Erlebnis. Das ist einfach echt cool. In jener Nacht war ich auf Patrouille. Und zwar wie üblich. ZZZO. Meine messerscharfen Ohren haben ein verdächtiges Geräusch im Frachtraum erspäht. Ich bin in Windeseile zum Frachtraum gesprintet, aber es war schon zu spät, um den Schlag mit dem Rohr zu verhindern. Und nur einen Augenblick später habe ich diese Kriminelle hochprofessionell verhaftet. Innerhalb von Sekunden habe ich mich versichert, dass nichts Ungewöhnliches am Tatort vor sich geht. So. Also, diese Frau, die Sie festnahmen, war also? Es war Frau Sophie de Narrateur, die Angeklagte, Euer Ehren. Und gemäß den Sicherheitsvorschriften waren natürlich alle Lichter an und Sie konnten sie klar und deutlich sehen. Ist dies korrekt, Herr Smiles? Ja, jawohl, Herr Staatsanwalt. Ich bin schließlich ein echter Experte. Hä? Kommt es nur mir so vor oder hat er gerade vor der Antwort gestutzt? Die Verteidigung kann den Zeugen nun ins Kreuzverhör nehmen. Ja, jawohl, Euer Ehren. Hilfe, ich fange schon an, so wie dieser Kerl zu klingen. Nun werden wir ja sehen, wie sachkundig unser Gastanwalt überhaupt ist. Das werden wir wohl. Ach ja, Herr Wright. Ja, bitte, Euer Ehren? Unser Kreuzverhör sollte im Großen und Ganzen dem Ihnen bekannten Verfahren ähneln. Nur für alle Fälle, möchten Sie vielleicht eine kurze Einführung? Das Kreuzverhör also, soll ich es mir erklären lassen? Nein. Nein, danke. Schon gut. Ich kann verdächtige Aussagen des Zeugen angreifen, um so an wichtige Informationen zu gelangen. Und wenn ich einen Widerspruch finde, kann ich den passenden Beweis präsentieren. Alles wie gehabt. Na dann mal los, Nick. Die Verteidigung kann den Zeugen jetzt ins Kreuzverhör nehmen. Genau. Und das wollen wir auch gerne tun? Kreuzverhör. Auf Patrouille in der Tatnacht. Jo, das wollen wir auch gerne tun. Allerdings machen wir das jetzt nicht mehr in diesem Video, sondern erst beim nächsten Mal.
wenn es weitergeht mit Professor Layton versus Phoenix Wright, Ace Attorney. Unser erstes Mal vor Gericht in diesem Spiel. Man darf gespannt sein, wie sich die ganze Sache so entwickeln wird. Ich sag für den Moment dann am ersten Mal wieder tschö mit Ö und hoffentlich bis ganz, ganz bald.